Hochzeitsausstellung auf Burg Oberkapfenberg war für jene, die demnächst vorhaben zu heiraten, die ideale Gelegenheit, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen, damit der schönste Tag auch so ablaufen wird. Es sind heuer über 30 Aussteller. Also die Burg ist wirklich vom Burgkeller, wo Catering geboten wird, Musik, Musikbrunch, Weinverkostung am Abend, die Betty O, eine tolle Kabarettistin. Geht da an Erdgeschoss, ersten, zweiten Stock, natürlich wunderbare Aussteller rundum. Wir haben noch nie so viele Aussteller gehabt. Ein Streifzug durch die Ausstellung soll darüber Aufschluss geben, wie sich die verschiedenen Branchen bemühen, eine Hochzeit auszurichten. Wer das Organisieren jenen überlassen möchte, die das Know-how besitzen, konnten sich bei unter Anführungszeichen Festemacher informieren. Wir machen zuerst einmal ein Kennenlerngespräch mit dem Hochzeitspaar, wollen das Hochzeitspaar kennenlernen, weil wir inszenieren das Fest für das Hochzeitspaar vom ersten Tag bis zum Schluss, bis zum Wegräumen, wenn man so möchte. Wir organisieren über Geschäftspartner vom Catering bis zu den Blumen, das geht aber auch bis zu Feuerwerk, Kutschenfahrten, also alles, was man sich vorstellen und auch nicht vorstellen kann, weil geht nicht, gibt's nicht bei uns. Also unter anderem haben wir natürlich die klassischen Hochzeiten, so wie sie jeder kennt. Aber in den letzten Jahren geht die Richtung immer mehr in den Bereich der Motto-Hochzeiten. Beispielsweise haben wir letztes Jahr im Sommer eine Hochzeit mit dem Motto Rockabilly, die wirklich cool abgelaufen ist, gemanagt. Wirklich neue Attraktivität, die wirklich interessant ist. Oder auch vor 2 Jahren in der Burg Rabenstein mit dem Motto Batman. Am Anfang sehr skurril, aber am Schluss kommt es extrem lässig rüber. Also kann man sich da immer überlegen, dass man vielleicht sich einmal selber was traut. Die Festemacher organisieren aber auch Geburtstags-, Firmenfeiern und Familienfeste. Torten in allen nur erdenklichen Variationen zeigte die Konditorei Moser Fink Aflenz. Ja, mittlerweile ist ja bei den Hochzeitstorten schon fast alles erlaubt. Also wenn man jetzt von den überzogenen Torten in diversen Farben, von weiß über Creme bis hin auch zu grauen Torten, die vielleicht ein bisschen mit Schwarz kombiniert werden, gibt es auch eben die sogenannten Nectcakes oder einfach kleine Petit Four oder Cupcakes, die man als Hochzeitstorte verwendet. Wir haben natürlich verschiedene Füllungen, die wir dann bei einer eigenen Tortenausstellung bei uns im Geschäft verkosten lassen. Da kann sich jeder Kunde dann seine eigene spezielle Hochzeitstorte zusammenstellen mit den Geschmacksrichtungen, die ihn am meisten zusagen. Konditorei Moser Fink hat aber noch mehr Süßes zu bieten. Ja, es gibt auch saisonell, sage ich mal, die gewissen Produkte, vor allem im Sommer ist dann die Eissaison, das sehr gut ankommt, und das ganze Jahresprodukt ist eigentlich die Schokolade und die Pralinen. Ja, wir haben unseren Kaffee aus der Region von der Firma Warmax in Bruck, den Java-Kaffee. Der wird speziell in Bruck geröstet und schmeckt in ausgezeichneten Varianten ganz besonders. Zum Kaffee empfehlen wir die hausgemachten Torten. Und für die Lieben zu Hause kann man dann speziell die hausgemachte Schokolade und die selbstgemachten Pralinen mitnehmen. Grüß euch, wir sind die Heimatländer, sagen grüß Gott. Unser Michel. Servus, grüß dich. Unser Herbert. Hallo, grüß euch. Und ich bin der Xandl, grüß euch. Ja, wir Heimatländer sind eine Tanzmusikgruppe aus Graz Umgebung. Wir sind natürlich spezialisiert natürlich auf Hochzeiten, natürlich Zeltfeste auch. Aber Hochzeiten ist schon unser klasse Schmankerl für uns, weil wir halt von früher her noch die alten Bräuche, auf Deutsch gesagt, einbringen und noch das alte Kranzellied singen und ein paar traditionelle Rituale, wenn man so nennen will, auch am Abend darbieten. Für jene, die in Tracht heiraten möchten, war das Schuhhaus und Trachtenmode Hieden aus Übelbach auf der Hochzeitsmesse. Natürlich haben wir ganz tolle Lederhosen, die was wirklich urig und natürlich steirisch heiraten wollen. Haben wir den typischen Steireranzug oder moderne Steireranzüge. Natürlich auch die Lederhosen, wie ich schon früher erwähnt habe, aus Handstick. Und für die Damen schöne Trachtendirndl, weil es immer mehr zum Zug kommt, sagen keine Hochzeitskleider direkt, weil man das Dirndl dann später auch in Verwendung tragen kann.
Und da freuen wir uns recht herzlich, wenn ihr kommen würdet oder in unsere Homepage reinschauen würdet, trachtenhieden.at. Und wir haben eine Riesenauswahl bereit für Sie und ein gutes Team, was euch natürlich gut betreuen wird. Und damit das auch bildlich festgehalten werden kann, sorgt Fotostudio Helmut Reisinger, Kapfenberg. Also ein Fotograf muss so gut wie möglich vorbereitet sein, das ist klar. Man muss mit dem Brautpaar ein Briefing machen, man muss genau schauen, wo ist die Location, welche Location nimmt man. Man muss natürlich mit dem Brautpaar auch ein gutes Einvernehmen haben, weil nur wenn du vorher ordentlich mit dem Brautpaar es besprichst, dann kannst du auch schöne Fotos machen. Jedes Brautpaar ist anders und du musst genau auf jeden individuell eingehen. Wir haben zum Beispiel da sehr freche Hochzeitsfotos, wo sie am Boden nachschleift. Wir haben sehr klassische Hochzeitsfotos. Das musst du wirklich vorher mit dem Brautpaar genau besprechen und dann musst du die Linie treffen, die das Brautpaar sich wünscht. Welche Möglichkeiten gibt es da? Ja, viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel das Schloss Graschnitz sehr exklusiv für uns gemietet, wo wir jederzeit fotografieren können. Ich war im Vorjahr aber zum Beispiel sehr oft in der Weinstraße unten fotografieren. Ich war sehr oft in Graz fotografieren, in Eckenberg, am Schlossberg in Graz. Also Location ist dort, wo es den Leuten gefällt und wo man ein bisschen einen Bezug dazu hat. Und für die Trauringe ist Juwelier und Meisteruhrmacher Thomas der richtige Ansprechpartner. Wir bei Juwelier Thomas, wir haben die größte Auswahl in der Steiermark und freuen uns natürlich, wenn wir Sie bei uns im Bruck an der Mur in der Burggasse begrüßen dürfen. Es gibt natürlich Trends, wir haben natürlich ganz neue Trauringe im Programm, designmäßig mit Weißgold, Roségold, Weißgold, Graugold. Also es bleiben natürlich bei den Trauringen, so wie beim Partner, keine Wünsche unerfüllt. So wie es den wirklich perfekten Partner gibt, gibt es natürlich beim Juwelier und Meisteruhrmacher Thomas im Bruck an der Mur den perfekten Ring für Sie. Und ganz wichtig, sind Sie für den Brauttanz vorbereitet? Und damit der Eröffnungswalzer kein Flop wird, sorgt Babsis Tanzschule und wir haben sie in Kapfenberg besucht. Was ist für die Braut wichtig? Die Braut muss gut ausschauen und sie sollte ein bisschen, gerade beim Brautwalzer, ein bisschen Show machen können. Unterstützt vom Herrn natürlich, der führen muss. Wann soll man sich anmelden? Sobald der Mann gefragt hat, willst du mich heiraten, sollte man schon anfangen, auch einen Tanzkurs zu planen. Je früher man anfängt, umso besser. Diese Hochzeitskurse sind eigentlich nur für ganz kurz, wer wirklich keine Zeit hat, dass man so gerade so ja, den Brautwalzer rüberbringt und vielleicht so ein bisschen die anderen Tänze durchtanzt, aber man sollte eigentlich bei einer Hochzeit mit jedem Partner, mit jedem Gast einmal tanzen. Das heißt, man sollte schon ein bisschen was da sein an Tänzen, an Übung. Dem Bräutigam sei ans Herz gelegt, wenn Sie so mit Ihrer Angetrauten über das Tanzparkett schweben, dann beeindrucken Sie Ihre Braut und ein stürmischer Applaus der Hochzeitsgäste ist Ihnen gewiss. Also, Babsis Tanzschule Kapfenberg, da führt kein Tanz vorbei. Die Hochzeitsausstellung 2019 ist zwar vorbei, aber Aktivitäten in Kapfenberg gibt es auch in Zukunft noch jede Menge. Es geht jetzt wirklich Step by Step und das relativ rasch sogar. Nach der Hochzeitsschau kommt jetzt das dritte Mal das Josefi-Fest am 17. März in Baschlug, in der Baschluger Festhalle. Das hat sich toll entwickelt, ein tolles Fest rund um den steirischen Landespatron, den Heiligen Josef. Also das ist am 17. März. Dann geht es schon weiter, also dann beginnt es schon wieder rund ums Auenherzen, Ende Mai, 4 Tage Brauchtumsfest wieder. Dann natürlich Six in the City, schöne Reihe im Sommer, Musikreihe am Hauptplatz. Dann natürlich auch nicht zu vergessen, wir sind mit dabei beim Steiermark-Frühling in Wien. Der Steiermark-Frühling, das ist in Anfang April, wo auch Kapfenberg einen sehr schönen Stand hat. Das alles kann man aber auch abrufen auf unserer Homepage, Tourismus-Homepage in Kapfenberg.